ihr Lieben, ja, beim letzten Mal hatte ich ja euch mein YouTube, Bullet Journal gezeigt, wie ich das gestaltet habe und ja, wie es halt am Ende jetzt aussah. Und dann hatte ich euch gezeigt, dass ich dieses hier gekauft habe. Und ich habe hier jetzt natürlich auch schon angefangen und ich habe tatsächlich die ersten beiden Seiten zusammengeklebt, weil die mich wirklich gestört haben. Und ja, ich sage auch gleich vorweg, das hier ist jetzt nicht mein endgültiges privates Bullet Journal, weil ich hatte einfach zu wenig Platz hier drin und habe mir tatsächlich noch eins bestellt und habe das auch schon angefangen. Das werde ich euch dann auch nochmal zeigen. Aber jetzt zeige ich euch erstmal hier, was ich hier gemacht habe. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde das hier so als Übungs-Bullet Journal behalten. Deswegen seht ihr auch zum Ende hin, dass da Sachen gemacht sind, die nicht zu Ende gemacht sind, weil ich dann für mein anderes Buch mir Ideen ja, quasi geholt habe, beziehungsweise angefangen habe und geguckt habe, ob das einigermaßen funktioniert. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich das hier gemacht habe. Da habe ich das, glaube ich, doch sehr ähnlich alles so beibehalten, wie ich es hier hatte. Da ich ja nicht wirklich Erfahrungen habe, habe ich das halt ziemlich so halt eben beibehalten. Wie gesagt, hier brauchte ich ja kein langes Inhaltsverzeichnis, weil das Buch nicht sehr dick ist. Das war auch ein Grund, warum ich dieses Buch hier nicht weiterführen möchte, beziehungsweise schon, aber ich weiß noch nicht genau, vielleicht nehme ich das einfach auch wieder für eine bestimmte Richtung, so wie das dann nur YouTube ist, ist das dann vielleicht für irgendwas anderes. Mal gucken, wie ich das mit dem, was ich bisher hier reingemacht habe, dann hinbekomme. Ja, auch hier habe ich dann eben das Problem, ich kriege zwar die Monate hier komplett rein, aber halt nicht mehr viele zusätzliche Sachen. Und die Seiten sind halt relativ schmal gehalten. Und ja, deswegen hat man eben dann nicht so viel Platz. Und das ist ein bisschen schade. Ja, ich fange jetzt trotzdem mal an. Also wie gesagt, hier habe ich das so in beibehalten, quasi mein Index oder mein Inhalt mir hier aufzuschreiben. Bei meinem Bullet Journal habe ich immer ein bisschen Englisch, ein bisschen Deutsch. Hier habe ich es noch so gemacht, dass ich immer dahinter geschrieben habe, was auch das Deutsche bedeutet. Das habe ich bei dem nächsten schon nicht mehr gemacht. Da habe ich dann nur das Englische gemacht. Und ja, anfangen tue ich aber hier mit meinem Index. Und natürlich auf Seite 1 habe ich eben den Index. Diese Seite hier habe ich jetzt nicht als Seite betitelt. Bin ich jetzt auch irgendwie Quatsch. Auf dem zweiten ist der Key, zu dem wir gleich kommen. Vom dritten bis zum siebten habe ich dann den Januar reingemacht. Was ich auch ein bisschen im Nachhinein ein bisschen ungünstig fand, weil es schon schöner ist. Ihr seht, ich habe dann auf Seite 8 eine YouTube-Übersicht gemacht. Und im anderen Buch, was ich euch da noch zeige, finde ich es einfach schöner, erst ein paar Jahresüberblickseiten zu haben und dann erst mit dem Kalender anzufangen. Man kann das aber auch so wie hier immer zwischendrin. Das kann man ja machen, wie man möchte. Dann habe ich hier den Februar. Und dann habe ich mir eine Seite gemacht, wo es ums Nähen geht. Psst. Nein, geh auf deinen Platz, Bike. Das Nähen. Und dann geht es weiter mit dem März. Und dann habe ich dieses Buch theoretisch erstmal aufgehört. Aber eine Sache war da irgendwie noch, was ich ausprobiert habe für mein anderes. Dann habe ich den Key, also den Schlüssel, was denn welche Zeichen in meinem Bullet Journal am Ende dann eben bedeuten. Und habe dann hier eben einmal Tasks, also Aufgaben. Aufgaben, die ich begonnen habe, sehen dann so aus. Fertige oder abgeschlossene habe ich so entschieden, dass die so sein werden. Diese Sachen sind dann eben die verschobenen Sachen. Da hatte ich erst überlegt, ob ich einen Pfeil nehme oder ob ich bei diesen Eck bleibe und dann habe ich gedacht, ach komm, ich bleibe jetzt bei diesem Eck, ist nicht so schlimm. Ja, wichtige Sachen ist klar mit einem Ausrufezeichen, das macht Sinn. Wenn ich eine Deadline habe, eine Frist, bis wann ich es fertig haben muss, dann habe ich so eine Uhr genommen. Für Notizen und Anmerkungen mache ich mir dann einfach nur so ein dickes Pünktchen hin und so ein Grinsesmiley. Das werde ich nehmen für Sachen, auf die ich mich freuen kann. Und Sachen, die ich jetzt besonders toll fand, zum Beispiel im Nachhinein oder so,
Die werde ich dann mit Favorit, also mit einem Sternchen versehen. Für einen bestimmten Termin oder ein bestimmtes Datum habe ich mir das hier gedacht, ist am passendsten. Und alles, was dann mit YouTube zu tun hat in meinem Kalender, wird dann eben dieses YT haben. Das ist eben auch ganz passig. Und ich finde das auch so, wenn das so zusammen ist, sieht das auch so ein bisschen wie so ein lustiges Zeichen nochmal aus. Hat mir gut gefallen. So, im Januar bin ich wieder quasi so geblieben, wie ich es auch hier theoretisch angefangen hatte, dass ich halt immer so eine Monatsübersicht einmal habe, allerdings hier wesentlich kleiner, weil theoretisch ist dieses Riesending totaler Quatsch, das nimmt mir einfach nur Platz weg. Und ja, so, und ja, wie gesagt, dann habe ich hier weitergemacht mit dem Januar und habe dann hier unten mir immer einen Tracker mit reingebastelt, weil ich Probleme habe mit diesen drei Teilen. Also ich trinke zu wenig, grundsätzlich eigentlich. Mit dem Arbeiten, da ist es für mich manchmal ein bisschen schwer zu definieren, was gehört jetzt noch zur Arbeit und was ist eigentlich Hobby und macht mir Spaß. Also weil ja diese ganze YouTube- und Bastelsache und Nähsachen, also alles, was theoretisch für mich Arbeit ist, auch gleichzeitig mein Hobby ist. Also es ist ein bisschen schwierig für mich, das zu definieren. Und ja, da wollte ich einfach mal so ein bisschen so eine Übersicht haben, wann habe ich richtig gearbeitet. Also wann habe ich mich an Sachen für YouTube gesetzt, wie zum Beispiel Video aufnehmen, schneiden und so weiter. Da bin ich ja schon in anderen Videos drauf eingegangen, was für mich Arbeit bedeutet. Und das mir immer möchte ich mir immer ein bisschen markieren. Und 8 Stunden Schlaf, das schaffe ich auch relativ selten. Wobei mir auch oft 6 Stunden Schlaf ausreichen. Also ja. Und ihr seht schon, hier und hier geht es noch. Auf einer anderen Seite habe ich total vergessen, dass ich für den Tag auch irgendwie Platz brauche. Und das ist schon sehr wenig. Gut, dass es immer nur ein Samstag ist. Da hat man ja meistens nicht ganz so viele Termine. Ja, und dann habe ich mir das immer farblich so ein bisschen hinterlegt und hier eben die Farben auch nochmal wiedergespiegelt, damit man es auch nochmal schneller wiederfindet. Und habe dann eben jede Woche quasi so gemacht und dann kommt es halt auch immer drauf an, wann fängt der Monat quasi an. Also hier fing er jetzt an einem Dienstag an, also habe ich auch an einem Dienstag angefangen und das dann eben bis runtergezogen. Jetzt fragt mich nicht, warum ich nicht hier angefangen habe, das kann ich euch nicht sagen. Einfach nicht drüber nachgedacht. Hätte natürlich Sinn ergeben, dann hätte ich hier unten Platz für was anderes gehabt, aber gut, ist auch nicht so wild. Ne? Hier hätte ich ja auch theoretisch weiter oben anfangen können, dann hätte ich hier unten auch das Platzproblem nicht gehabt. Aber das sind alles Sachen, die lernt man eben, während man sich so einen Tracker erstellt. Und man muss ja auch nicht so wie ich jetzt. Ich habe halt im Moment mega viel Spaß daran, mich hinzusetzen, mir die Sachen aufzumalen und aufzuzeichnen und mir Ideen dazu zu sammeln, was mir eben gerade gefällt. Und deswegen ja, ist es eben so, dass mir das momentan viel Spaß macht, das schon im Voraus auszufüllen. Sinnvoller ist es aber, glaube ich, es immer dann zu machen, wenn es wirklich dran ist, weil man hat dann eben auch noch eine ganze Menge Zeit gehabt und hat sich an das System so ein bisschen gewöhnt, mit dem man arbeitet und merkt dann eben, was passt für mich, was ist sinnvoll für mich und was eben nicht, und dann kann man das später eben weglassen. Deswegen möchte ich dieses Bullet Journal auch nicht komplett aufgeben, weil ich eben weiß, dass sich vielleicht manche Sachen entwickeln und ich dann vielleicht merke, hey Mensch, eigentlich reicht mir das und ich brauche das Große gar nicht. Was ich hier auch immer noch mit aufgenommen habe, was ich auch gut und wichtig finde, das muss ich beim anderen noch nachtragen, das habe ich da noch gar nicht gemacht, das ist die Kalenderwoche. Und immer eben welches Datum, also von wann bis wann. Das finde ich eigentlich immer ganz schön, das oben einmal nochmal als Übersicht zu haben. Und man weiß eben auch immer, beispielsweise für den Müll, ob man gerade eine gerade, eine ungerade oder eine gerade Kalenderwoche hat. Das finde ich auch immer ganz praktisch. Das habe ich aber in dem anderen, glaube ich, noch nicht mit aufgenommen. Das muss ich mal gucken, ob ich das noch mache. Ja, und jetzt geht das hier lustig so weiter. Und hier seht ihr jetzt diesen großen Fehler, den ich gemacht habe. Und auch dieser Tracker hier unten ergibt wenig Sinn. Da habe ich mir echt ein bisschen ja, einfach zu schnell gemacht, ohne mir groß Gedanken zu machen. Und zwar hatte ich mir gedacht, 31 Tage, also für einen Monat, die Stunde von 1 bis 24, also einen Tag quasi.
und dann halt immer mit Farben einzuzeichnen, wie viel, wann habe ich etwas getrunken, wann habe ich gearbeitet, wann habe ich geschlafen. Und ich weiß nicht, ob das mit diesen drei Dingern hier funktioniert, weil man trinkt ja auch manchmal, während man arbeitet. Und dann müsste ich ja theoretisch während des Roten ein Blau mit in das Feld hineinmalen und dann würde es lila ergeben. Also muss ich mal gucken, ob ich das dann so weiter behalte oder ob ich das mir nochmal irgendwie verändere. Weil theoretisch macht es nur Sinn, das wirklich für eine Sache zu nehmen. Also jetzt zum Beispiel nur fürs Schlafen oder nur fürs Arbeiten. Wobei ich werde natürlich nicht schlafen, während ich arbeite oder trinke, das ist klar, aber die beiden können sich halt schon mal vermischen. Muss ich mal gucken, ob ich das so behalte und dann eben, wenn ich beim Arbeiten dann zwischendurch getrunken habe, was ja ständig der Fall ist, weil ich habe ja hier immer meine Flasche stehen und versuche ja schon mehr zu trinken. Und diese Flasche, die hat hier jetzt 1 Liter. Und manchmal schaffe ich es, das Ding an einem Tag leer zu trinken, manchmal aber auch nicht. Also ja, gut, aber man geht dann auch zwischendurch mal runter und trinkt dann noch was. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen den Überblick behalten, weil klar ist es gut, hier jetzt so reinzuschreiben, wenn diese Spalte hier immer einen Tag ergeben soll oder dann eben diese 8 Stunden. Bei den beiden halt einen Tag und bei dem 8 Stunden. Und dann malt man es eben bis dahin aus, wo man denkt, ja, so viel vom Tag habe ich ungefähr oder so viel von meinem Ziel. Das hier wären ja quasi 2 Liter, die ich ja mindestens trinken sollte. Und wie viel davon habe ich geschafft, tatsächlich zu trinken? War es nur die Hälfte, also war es vielleicht nur 1 Liter oder war es mehr? Und so nach male ich das dann eben aus. Mit der entsprechenden Farbe. Ich zeige euch das aber gleich nochmal an einem Beispiel, weil das hatte hier nicht, ich wollte hier nicht mit dem Dezember anfangen und hatte mir dann so einen extra Zettel hier gemacht. Ich zeige euch gleich die andere Seite. Da habe ich dann schon mal alles ausgefüllt und habe das quasi schon mal so geführt und habe das immer einfach nur hier vorne in mein Bullet Journal reingelegt. Genau, ja, und was ihr hier seht, ist halt der große Fehler, den ich gemacht habe. Für den Donnerstag habe ich null Platz, ne? Ich habe das hier einfach darunter gemalt und habe überhaupt nicht nachgedacht, dass ich hier den Platz noch brauche. Ja, dumm gelaufen. Und sonst hätte ich das Teil eben auf eine komplette Seite machen können. Ich hätte es dann ja so drehen können. Und hier eben die 31 Tage und hier eben die 24 Stunden hin machen können. Und hätte dann hier noch Platz gehabt, noch was hinzuschreiben. Ja, gut. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Dadurch, dass ich ja sowieso schon den nächsten Tracker mir wieder angefangen habe, ist es sowieso egal. Ja, okay, dann habe ich eine YouTube-Jahresübersichtsseite. Die hat mir auch sehr gut gefallen. Die habe ich auch im nächsten übernommen, das werdet ihr sehen. Und hier sind dann nochmal ein bisschen wie hier theoretisch meine Alu-Mura-Liste, wo ich dann einmal Sachen habe, die ich brauche. Ja, hier habe ich allerdings keine Sachen, die ich mir wünsche. Das habe ich dann nur hier drin. Und hier habe ich eben nur Equipment, was ich brauche. Und da geht es dann auch mehr um Hardware. Das heißt Kameras, Licht, solche Sachen. Ein neuer Rechner vielleicht. Der wird hier wahrscheinlich oben, ganz oben auf die Liste kommen, dass ich dringend einen neuen Rechner brauche, weil meiner doch recht langsam ist und mit der Grafik auch manchmal die Sachen nicht so sind, wie ich sie mir wünsche. Klar, ich kann damit arbeiten und auch mit dem Livestream hat es ja auch funktioniert, aber beim Arbeiten, ich habe manchmal, wenn ihr meinen Rechner manchmal sehen würdet, da läuft OBS zum Aufnehmen, nebenbei läuft aber Photoshop, um schon manche Sachen vielleicht zu bearbeiten, dann läuft das Schneideprogramm und ja gut, OBS, Schneideprogramm und Photoshop meistens zusammen nicht so unbedingt, aber wenn ich zum Beispiel am Rendern bin und gleichzeitig noch mit Photoshop arbeite, die brauchen die viel Leistung vom PC und dann ist es mir langweilig, dann gucke ich nebenbei noch einen Film bei Netflix oder so und das ist halt alles Leistung, was der Computer auch irgendwo leisten muss. Das schafft er auch, aber manchmal ist er eben langsam und es würde mir sehr viel Arbeit ersparen, beziehungsweise sehr viel Zeit ersparen, wenn der Rechner ein wenig schneller wäre und ich eben schneller die Sachen zum Beispiel rendern könnte.
Das ist halt eine Überlegung. Das kommt hier auf jeden Fall irgendwo in die Liste, ein neuer Rechner, aber die sind ja auch nicht immer ganz billig, deswegen schauen wir mal. So, dann habe ich hier ein Kästchen mit Channel Goals, also mit Zielen, die ich erreichen möchte für den Kanal. Und ich habe mir jetzt mal so 3 Punkte hingemacht für 3 Jahresziele. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Was ich gerne schaffen würde, sind halt die 800 Abonnenten zum Beispiel. Die werden hier auf jeden Fall reinkommen. Bei den anderen beiden Sachen weiß ich noch nicht so ganz, was da so meine Ziele sind. Das schauen wir mal. Hier habe ich auch einen Fehler gemacht, wie ihr seht. Hier sind dann einmal die Abonnenten, die ich eben in dem jeweiligen Monat dazu bekommen habe. Und zwischen Januar und Februar habe ich hier so viel Platz gelassen, zwischen den anderen dann nicht mehr, weil ich eben auch gemerkt habe, es würde vom Platz her gar nicht reichen. Da habe ich ein bisschen vorschnell gearbeitet, ohne vorher mal zu zählen, wie viel Platz habe ich eigentlich. Ja, gut. Ist jetzt auch kein Weltuntergang, ehrlich gesagt. So, hier unten habe ich mir ein Kästchen gemacht für Ideen, die ich für das Jahr so ein bisschen sammeln möchte, wobei ich nicht glaube, dass ich mit diesem Platz hier auskomme, weil ich habe immer sehr viele Ideen. Ob ich alles umsetze, ist immer eine andere Frage, aber ich finde es einem ganz schön, dass man dann nochmal so einen Platz hat, wo man nochmal auf Ideen zurückgucken kann, wenn einem gerade mal keine Ideen in den Kopf kommen. Also manchmal hat man ja echt so eine Flaute, wo man überhaupt nicht kreativ arbeiten kann und einfach der Kopf leer ist und man nicht weiß, was man als nächstes machen soll, und dann ist es immer schön, sowas zu haben, nochmal drauf zu gucken. Ja, und hier meine Favoriten, die ich eben für das Jahr so hatte. Ja, hier hinten habt ihr schon gesehen, da ist es so ein bisschen durchgedruckt. Bei dem ist das aber gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Bei dem anderen, was ich neu gekauft habe, ist es schlimmer. Also da hätte man, hier sieht man jetzt zwar so ein bisschen von diesem Kästchen hier, aber hier zum Beispiel sieht man es fast gar nicht, und bei dem anderen, da sieht man wirklich alles richtig durch. Also das ist ein bisschen schwierig. Aber gut, so, hier ist wie gesagt mein Februar. Und ja, hier habe ich das wieder ganz genauso gemacht wie vorher, nur hier habe ich die Kalenderwoche vergessen, sehe ich gerade. Da muss ich nochmal gucken, ob ich die, ja genau, da ist 5, da habe ich die nur einmal vergessen. Das kann ich ja noch nachtragen. Und das Datum habe ich dann auch nicht mehr dazu geschrieben, weil die sind ja hier immer aufgezählt. Wofür soll ich die doppelt machen? Und ihr seht vielleicht ein bisschen, hier habe ich es noch nicht wegradiert. Ich habe mir immer mit Bleistift ein bisschen vorgeschrieben und auch vorgezeichnet, um immer so ungefähr schon das zu haben. Und dann eben mit einem anderen Stift wieder nachgemalt, also mit meinem neuen Lieblingsstift. Und auch der geht leider in meinem neuen Bullet Journal nicht so gut, weil da sind die Seiten feiner. Also fürs nächste Jahr muss ich dann mal gucken, ob ich vielleicht wirklich in so ein teures Leuchtturm-Bullet Journal investiere. Weil ich denke, da sind auch Sachen, wo man Seiten, wo man zum Beispiel auch mit Aquarellfarben malen kann und so weiter. Also ich muss mich da noch mal ein bisschen schlau gucken, was ich da am besten nehme, um eben von der Seitenqualität und um da auch wirklich mal was drauf malen zu können, ohne dass man es gleich auf der anderen Seite komplett durchsieht. Das ist dann immer ein bisschen schade. So, ja, hier hatte ich ziemlich viel Platz am Ende des Monats und habe dann gedacht, ach, ich klebe mir das hier einfach mal ab und lasse das hier noch ein bisschen offen und guck mal, was mir da später noch mal einfällt. Und hier natürlich trotzdem wieder mein Tracker für diese 4 Tage. Ich habe den auch immer so gemacht, den Tracker, dass er immer für die Tage ausgelegt ist. Da waren es nur 3 Tage von dem Rest der Woche und hier sind es eben 7. Und so habe ich mir den auch immer zurechtgebastelt. Ja, hier habe ich eine Seite mit Nähen. Einmal so Schnittmuster, und hier seht ihr es auch wieder, da kommt er sehr durch. Die ich mir dann aufschreiben werde, wo ich halt vielleicht ein paar Sachen, die mir halt gut gefallen haben. Hier auch wieder so eine Ideenkiste. Hier ein Ding, was ich noch gar nicht weiß, wofür ich das nehme, das wird sich noch zeigen. Ja, und wie gesagt, ein paar Schnittmuster, die mir vielleicht besonders gut gefallen haben dieses Jahr oder. Vielleicht kommt hier oben auch Favoriten rein, mal sehen. Und ja, das war das. Dann haben wir hier den März. Der ist wieder genauso aufgebaut wie alles andere. Und hier komme ich theoretisch zu meiner letzten Seite in diesem Heft. Und da hatte ich einen Tracker ausprobiert für etwas
anderes, was ich dann in meinem anderen aber weitergeführt habe. Das zeige ich euch jetzt. Jetzt kommt das hier mit zu dem an die Seite. Erstmal zeige ich euch das hier. Das war ja noch dieses Format hier von der Größe. Das hatte ich mir dann einfach mit sehr stabilem Papier einmal ausgeschnitten und habe mir das einmal so zurecht gemacht. Und ihr seht hier schon ein paar private Termine. Und ja, da stehen jetzt die Nachnamen nicht dabei, deswegen finde ich es jetzt nicht so schlimm. Und ja, das waren einfach mal so ein Überblick von meiner Woche, den ich so gemacht habe. Also es war noch mal ein bisschen turbulent, es war kurz vor Weihnachten. Ihr seht auch, Heiligabend steht dann ein bisschen mehr auf der Liste. Und ich musste dann noch mal Geschenke besorgen, ein paar Tage vorher. Dann war am Sonntag der Livestream, wo ich extrem Angst hatte, dass ich den vergesse. Und ja, dann eben so Brunch, da waren wir mit meinen Eltern, meine Freundin, die Geburtstag hatte, wo wir zu Besuch waren. Und wie ihr seht, alles artig abgestrichen. Also ich habe alle meine Termine erledigt. Und hier auch meinen Tracker, den ich hier einmal ausgefüllt habe. Und ihr seht halt, Samstag hatte ich dann eben, ja, hier habe ich jetzt Sonntag zum Beispiel, habe ich gar nichts mit Arbeiten eingetragen. Das stimmt ja gar nicht, weil ich habe ja das Live-Video gemacht. Das war ja theoretisch auch Arbeit, auch wenn das sehr kurz war durch meine Migräne, die ich den Tag leider bekommen habe. Das war auch echt ein bisschen doof, aber da ist man nicht gegen gewaffnet. Also ja, das kann man nicht, einfach nicht beeinflussen. Aber ich fand es trotzdem wieder schön und das Livestream ist auf jeden Fall nicht von meinem Kanal verbannt. Also das wird es bestimmt öfter geben, wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob ich es auf dem YouTube-Kanal mache oder ob ich das auf Twitch mache. Da schauen wir noch mal. Das weiß ich noch nicht. So, und für ja, die Tage jetzt, da habe ich hier auch schon noch mal ein paar Termine. Das habe ich gar nicht abgestrichen, das haben wir aber gestern gemacht. Und ihr seht, gestern, wir waren gestern wirklich den ganzen Tag unterwegs. Und da bin ich auch noch zu nichts gekommen, habe auch nichts ausgefüllt oder angemalt oder so. Hatte mir hier so ein Remember, wo ich dann so ein Foto von Silvester mir hinmachen wollte, in klein. Und ja, da hatte ich mir diese Seite. Das fand ich ganz nett. So, das kommt damit rein. Das war ja dann theoretisch der Dezember. So, und das ist jetzt das neue Heft, was ich mir jetzt geholt habe oder nochmal geholt habe. Und ja, also ich liebe dieses Heft eigentlich, bis auf die Tatsache, dass es eben sehr durchdruckt. So, und ihr werdet gleich ziemlich zum Anfang, also ihr seht jetzt schon mal den Größenunterschied. Das ist einiges größer als dieses hier. Man hat da echt einfach noch mal eine ganze Ecke mehr Platz, um kreativ zu sein. Ihr seht hier oben eine Klammer mit einem Teddybären. Da halte ich zwei Seiten zusammen, die ich euch nicht zeigen möchte. Einmal, also ja, nicht unbedingt, weil es privat ist. Ich habe hier noch nichts Privates drin. Ich habe hier jetzt mit dem Januar tatsächlich angefangen. Und nicht mit, oder nee, stimmt nicht ganz. Auf einer Seite ist auch ein bisschen vom Dezember drin. Aber theoretisch mit dem Kalender habe ich jetzt hier im Januar angefangen, weil ich es jetzt einfach nicht schlau fand, die drei Tage jetzt hier reinzumachen. Und die Übersicht habe ich ja eben auch hier. Und deswegen fand ich das jetzt nicht so nötig, da hier jetzt mit dem Dezember anzufangen. So, und hier geht es dann auch direkt los. Wir haben dann hier so eine freie Seite. Und hier habe ich meinen Index. Und ihr seht, hier habe ich einmal etwas abgeklebt, wo ich euch nicht zeigen möchte, was sich dahinter verbirgt. Ja, auf Seite 1 mein Index, dann wieder mein Key, eine YouTube-Übersicht. Also in dem habe ich es dann wirklich so gemacht, dass ich erstmal ein paar Übersichten gemacht habe. Ich habe auch zwischendrin mal eine Seite freigelassen, wo ich mir nicht sicher bin, ob da nicht vielleicht noch was hinzukommt. Und wie zum Beispiel diese Seite hier, die hatte ich auch freigelassen. Und da kam jetzt tatsächlich schon was dazu und eine Seite wäre jetzt dazwischen noch frei, die ich noch verwenden kann. Und bei diesem Punkt hier bin ich nicht sicher, ob das vielleicht noch eine Seite braucht. Deswegen habe ich es jetzt erstmal offen gelassen. So, meinen Key habe ich hier theoretisch genau so gemacht wie auch auf dem anderen. Das habe ich 1:1 so übernommen, weil es mir einfach gut gefallen hat. Und auch den YouTube-Jahresübersichts, ja, Tracker ist es ja jetzt nicht wirklich, aber es ist einfach nur so eine Jahresübersicht, die habe ich auch 1:1 übernommen, weil die mir auch sehr gut gefallen hat. Und ihr seht schon hier von der nächsten Seite, wie es schon so durchschimmert und auch hier von dem Nähen und
Da, also überall schimmert es halt sehr durch. Hier habe ich mir eine Seite gemacht mit Nähen. Und ja, da musste ich tatsächlich dann nochmal mit einer anderen Farbe drüber, weil man das gar nicht sehen konnte, weil es von der anderen Seite zu dolle durchscheinte. Also wer Tipps für mich hat mit diesen Dot-Heften, wo man dann nicht gut durchschauen kann, ich meine, ich habe hier jetzt ewig viel Platz und ich weiß nicht, ob ich nur ein Jahr brauche, um dieses Heft voll zu kriegen. Also ich kann mir vorstellen, dass sich das über das Jahr hinaus zieht, weil ich hier doch sehr viel Platz drin habe. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich dann überhaupt schon wieder ein neues brauche nächstes Jahr oder eben dann später. Das wird sich ergeben. Ja, und hier habe ich mir dann so eine kleine Garnrolle hingemalt und bin auch ganz überrascht von mir. Umso öfter man jetzt hier drin rummalt, natürlich ist es alles noch nicht perfekt. Es ist alles noch ein bisschen, ja, ne? Aber dafür, dass ich die Sachen alle so freihand gemalt habe, ich muss sagen, diese Punkte helfen einem wirklich sehr, sich ein bisschen zu orientieren, gerade zu bleiben und ja, Dinge halt zu machen. Und deswegen ist es auch ein bisschen einfacher zu malen. Wobei ich weiß nicht, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ich habe das erstmal mit einem Bleistift vorgemalt. Und das hat sich dann auch so ergeben, dass das hier mit diesen Denkblasen, also das habe ich mir am Anfang schon gemacht, das fand ich auch gut, so ein Kasten, und habe mir dann gedacht, ach, ich mache mir so Denkblasen, das ist halt, ne, für Ideen mit so Denkblasen ist ja eigentlich ganz schön. Und die Schnittmuster wollte ich auch unbedingt wieder übernehmen, weil das auch immer sehr schön ist, sich ein paar Schnittmuster aufzuschreiben. Welche Schnittmuster waren das überhaupt? Wie hieß dieses Schnittmuster, was ich für dieses besondere Teil zum Beispiel, was sich vielleicht am Ende des Jahres rausstellt, dass das eins meiner Lieblingsklamotten geworden ist, und dann weiß ich hier genau, das war dieser Schnitt, und dann kann ich eben einfach in meinen Ordner gucken nach diesem Schnitt und dann weiß ich sofort wieder, was das war. Vielleicht kann man da noch ein kleines Foto davor machen von dem fertig genähten Teil und dann eben das Schnittmuster dahinter schreiben, irgendwie so. Mal gucken. Ja, und jetzt sieht es halt so aus, als wenn von diesem Nähgarn hier diese Denkblase ausgeht. Finde ich total lustig. Und ihr seht, ich habe hier auch schon ein paar Sachen eingetragen, Tatsache. Und zwar einmal ein Rock für das, was ich eben noch nicht verraten möchte. Und auch hier unten habe ich den schon mit ausgeführt. Und ihr seht, ich habe ihn sogar schon angefangen. Also dazu wird es dann wahrscheinlich, also dazu wird es kein Video geben, wie der komplett entstanden ist, aber wahrscheinlich werde ich dann, wenn das komplett fertig ist, werde ich dazu mal ein Video, glaube ich, machen. Also zu dem Thema wird es bestimmt das ein oder andere Video geben. Ich weiß aber noch nicht, inwieweit sich dieses neue Hobby tatsächlich bei mir durchsetzt. Also es ist so eine Sache, die ich jetzt mal ausprobieren möchte, und wie gesagt, ich will da gar nicht zu viel für verraten. Genau, Punkt abgehakt, fertig. So. Und dann habe ich mir eine Netflix-Seite gemacht, und auch hier habe ich einen Kleber drauf gemacht, weil man sonst zu dolle durchsehen würde, was das eigentliche Thema hier verborgene ist. Ich habe hier eine Serie von Netflix, also habe mir hier halt ein Serienkästchen gemacht, die Serien, die ich momentan gerade gucke oder welche ich gerade gucken möchte. Und die bin ich gerade noch dabei. Die hier habe ich angefangen. Das hat nur eine Staffel und die habe ich tatsächlich schon zu Ende geguckt. Da war gestern, vorgestern, war irgendwie Werbung von dieser Serie. Und nee, warte mal, wie lange habe ich gebraucht? 2,5, 3 Tage so habe ich gebraucht, um die Serie durchzugucken, tatsächlich. Die ist ziemlich crazy. Also wer da Bock drauf hat, ist ein ziemlich gestörten jungen Mann. Ich fand nur den Titel so schön, Du wirst mich lieben. Und ja, als man dann die Serie geguckt hat, hat man gemerkt, mein Gott, ist der gestört. Was für ein kranker Typ. Und man konnte aber auch nicht mehr aufhören zu gucken. Also richtig cool. Ich habe die, zack, wirklich in 2,5, 3 Tagen habe ich die hier beim Basteln nebenbei einmal durchgeguckt. Dann Shadowhunters, an denen bin ich schon länger dran. Arrow genauso, da bin ich auch schon länger dran am Gucken. Riverdale ist ja momentan eine Serie, wo es immer noch neue Folgen gibt, also jede Woche eine neue Folge. Und da bin ich auch dabei.
Und Bildschöne Welt weiß ich gar nicht, ob die neue Folgen oder so macht. Ich habe da ein paar Folgen den einen Abend mal mit meinem Mann zusammen geguckt und wir fanden die ganz schön. Und ja, mal gucken. Ja, hier weiß ich noch nicht, ob ich da tatsächlich Bilder reinmache. Ich fand das halt mit diesem Filmstreifen so schön und ich wollte auch nichts anderes mehr machen, außer Serien und Filme. Und deswegen dachte ich, ach komm, hier in der Mitte was Schönes hingemalt, sieht doch nett aus. Vielleicht mache ich mir hier aber auch Fotos rein von zum Beispiel den Serien, die ich dann zu Ende geguckt habe, das Titelbild oder so. Mal gucken. Wäre auch ganz lustig. Also ich finde es nicht schlimm, auf jeden Fall in das Bullet Journal etwas reinzukleben. Manche Leute mögen das ja nicht. Ich finde das eigentlich sehr schön. Dadurch, dass ich auch nicht so gut zeichnen kann, macht es auch manchmal Sinn, wenn man eine Seite wirklich sehr schön gestalten will, etwas reinzukleben. So, hier unten habe ich meinen Filmkasten und ihr seht, hier ist nur ein einziger Film drin, nämlich Das Spiel. Ich habe mich immer noch nicht an den Film rangetraut, weil ich glaube, der ist ziemlich crazy. Also, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Vorschau davon gesehen habt. Geht dann irgendwie so los, dass ein Ehepaar in ein Ferienhäuschen oder irgendwo hinfährt, ziemlich abgelegen. Und die wollen dann ein bisschen Abwechslung in einem bestimmten Bereich anscheinend haben. Und ja, fesselt, also der Mann fesselt die Frau ans Bett. Er kriegt einen Herzinfarkt, fällt um, ist tot und liegt dann tot vorm Bett und sie ist an das Bett gefesselt. Und oben steht zwar ein Wasserglas, aber sie kommt nicht ran. Also das ist jetzt nur so, was ich in der Vorschau gesehen habe. Und dieser Film muss so crazy sein, dass er mich total reizt, aber er ist auch schon wieder so psycho, dass ich mich nicht rantraue. Aber der steht auf jeden Fall auf meiner Liste, aber ich traue mich noch nicht, ihn zu gucken. Mal gucken, ob ich ihn noch gucke oder nicht. Also eigentlich stehe ich auf sowas, aber ja, mal schauen. So, hier habe ich jetzt meine Klammer, damit ich die Seiten nicht aus Versehen doch aufmache. Hier habe ich eine komplette Seite freigelassen, weil ich nicht weiß, ob dieses Thema hier dann noch ein bisschen Platz braucht. Und ja, ihr seht, ich habe da auf jeden Fall Bilder reingeklebt, habe mir da was ausgedruckt und reingeklebt. Hier habe ich eine Abnehmtabelle und das ist die Seite, wo ich tatsächlich mit dem Dezember 2018 angefangen habe und dann mit Januar weiter und dann geht es eben bis Februar 2020. 2020, Leute, Wahnsinn. So habe ich hier meine Abnehmtabelle gemacht und ich bin jetzt ehrlich gesagt bei 75 Kilo, man darf es gar nicht aussprechen eigentlich. Habe jetzt aber hier die 74, weil ich wollte nicht hier oben reinmalen. Ich hoffe zwar, dass die Tendenz nach unten geht, aber man weiß ja nie. Und jetzt stellt euch mal vor, es kommt irgendwas, was auch immer. Man hat irgendein Tief oder irgendwie eine Scheißphase. Man schafft es nicht so schnell abzunehmen und dann hat man irgendwann hier oben in der Schrift dann auf einmal wieder 75, was sehr dramatisch wäre, weil das wäre im Sommer. Das wäre echt Schild, Punkt, 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 Piep. Ja, aber man weiß ja nie, ne? Kann einfach auch sein, dass es so ist und dann wäre es echt ein bisschen doof. Und deswegen habe ich bei der 74 angefangen. Also eigentlich müsste mein Punkt hier oben sitzen. Und ich hoffe, dass die Kurve bis hier unten runter geht und zwar bis Juli. Juni, Juli so, würde ich es ganz gerne schaffen, bis hier runter zu kommen. Ihr seht, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monate. Das ist viel. Also, das hier sind schon 10 Kilo. Und das wären dann 14 Kilo in 1, 2, 3, 4, 5, 6 Monaten. Das ist viel. Also, man sagt so, ja, was heißt, es ist viel? Gesundes Abnehmen, eigentlich kannst du es schaffen, pro Woche 1 Kilo abzunehmen. Dann nimmst du gesund ab. Mit Sport, mit vernünftiger Ernährung, mit genug Wasser. Also Sport im Sinne von genug Bewegung. Man soll ja einfach seine Kalorienzunahme dem anpassen, was einmal sein MBI, IBM, MBI, keine Ahnung, egal, ihr wisst, was ich meine, diesen Body Mass Index, dass das dem entspricht. Also das heißt, wenn ich sage, ich möchte 60 Kilo wiegen, das ist mein Ziel, und ich bin jetzt 1,66 groß, dann gibt es im Internet eben Rechner, die euch ausrechnen, wie viel Kalorien ihr pro Tag zu euch nehmen dürft, um eben auf dieses Gewicht zu kommen. Und
Ja, da muss man sich eben dementsprechend bewegen, dass man eben auch, ja, man kann das eingeben. Bei diesem Rechner kann man eingeben, wie viel bewege ich mich. Also sitze ich 90% des Tages am Schreibtisch oder bin ich 90% des Tages draußen auf den Beinen, bin unterwegs, bin in Action. Das kann man halt eingeben und demnach kann man dann bestimmen, wie viel Kalorien man am Tag zu sich nehmen kann. Ja, und man findet im Internet ganz viele Tabellen, welche Lebensmittel wie viel Kalorien haben. Also das ist nicht so schwierig, sich danach ein bisschen zu richten. Ich mache meistens eigentlich schlank im Schlaf. Schlank im Schlaf sieht bei mir so aus. Ich esse ein vernünftiges Frühstück. Dabei suche ich mir aus, möchte ich ein Frühstück mit Eiweiß. Dann esse ich zum Beispiel eine Packung Hüttenkäse, hier so 150 Gramm oder was da drin sind, mit einem zerriebenen Apfel. Schmeckt mega lecker, hätte ich auch nie gedacht, dass das gut schmeckt, tut's aber. Das wäre dann zum Beispiel ein Eiweißfrühstück oder ich sage, nö, ich möchte ein Kohlenhydratfrühstück und das ist heftig, weil dann esse ich 2 bis 3 Scheiben Toast oder Brötchen, aber Vollkorn immer. Darauf achten, dass ihr Vollkorn nehmt, also nicht dieses olle Weißmehl, das ist das Schlimmste, was ihr essen könnt. Ja, und das esse ich mit dick Butter und dick Nutella. Und das hilft mir aber auch, meinen Heißhunger auf Süßes ein bisschen zu stillen. Deswegen entscheide ich mich meistens für dieses Frühstück. Dann ist ganz wichtig, 3 Stunden absolut gar nichts essen. Wirklich nichts. Also auch nicht irgendwie am Topf vorbeigehen und so ein kleines Stückchen und wenn es nur so ist, so zu naschen. Nein, darf man nicht. Auch kein Bonbon, kein Kaugummi, nichts. Einfach gar nichts. 3 Stunden. Und dann gibt es die nächste Mahlzeit und die besteht dann zum Beispiel aus Fleisch, Kartoffeln, Gemüse, egal. Ihr esst richtig so, dass ihr satt seid. Ihr sollt eben vernünftig satt sein. Nicht überfressen. Da ist ein Unterschied. Auch man muss sich halt auch ein bisschen kontrollieren, wenn es halt sehr lecker ist, dass man dann nicht sagt, oh, ich bin eigentlich satt, aber nein, nicht aber, ich bin satt, Punkt. Und dann esse ich auch nicht weiter. Das ist halt ein wichtiger Punkt. Und die dritte und letzte Mahlzeit des Tages muss dann eben zu 90% aus Eiweiß bestehen, also Fisch, Eier und so weiter. Und man kann viele Eier essen. Klar ist jeder Körper ein bisschen anders und jeder weiß auch, was einem selbst am besten tut. Mir hilft am besten eine Eiweißdiät, wo ich halt sehr viel Eiweiß zu mir nehme und am besten so wenig wie möglich bis gar keine Kohlenhydrate. Damit kommt mein Körper am besten klar, um abzunehmen. Jeder Körper ist ein bisschen anders und jeder muss da so seinen Weg finden. Genau, ja, das ist eigentlich nicht so schwer. 3 Mahlzeiten am Tag, zwischendurch nichts essen und ein bisschen disziplinierten Sport machen. Wobei eine halbe bis dreiviertel Stunde am Tag schon reicht und das ist gar nicht so viel. Ja, meine Abnehmtabelle mit Ernährungstipps für die, die es interessiert und wer nicht, der hat hoffentlich weitergespult. So, meine nächste Seite baut sich dann auch so auf und ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen, weil ich habe es leider noch nicht mit richtigem Stift überzogen. Und zwar habe ich hier einen Sporttracker und den habe ich mir aufgebaut, wie dieses Hupsi. So, wo bist du? Bist du da? Irgendwo? Da. So wie den habe ich so ein Grundgerüst gebaut und habe aber hier diese komplette Seite, also dieses hier, habe ich komplett offen gelassen und habe hier, hier, hier und hier jeweils 7 Zeilen reingemacht für 7 Tage. Also ich möchte mal einen Monat einfach so reflektieren, wie mein Sport so war. So soll das sein. Dafür soll dieser Tracker sein. Und dann habe ich hier eben Laufen eine Spalte, einmal oben ringsrum. Dann eine mit Beine und Po, weil Beine und Po für mich, also bei meinem Training, was ich mache, immer in eins durchgeht. Dann habe ich eins mit Workout, wo ich vielleicht einfach nochmal so zusätzlich so ein paar Sachen mache und dann nochmal gezielt für den Bauch, weil Bauch, Beine, Po ist halt so dieses typische Frauenproblem. Und bei mir ist es momentan wirklich extrem der Bauch. Wobei allerdings auch die Hüften, also das wird dann unter Workout fallen, wo ich dann eben spezielle Übungen für die Hüften mache. Ja, und das möchte ich einen Monat lang mal so ein bisschen reflektieren. Ich habe gestern angefangen mit Sport und ich sag euch, wenn ihr sehen würdet, wenn ich jetzt von meinem Stuhl aufstehe, wie das aussieht, ihr würdet euch kaputt lachen.
Meine Beine, wenn ich laufe, das sieht aus, als wenn ich Stelzen an den Beinen festgeschraubt hätte, weil ich die kaum knicken kann. Aber das ist halt so. Wenn man anfängt, jeder Anfang ist schwer. Und deswegen, ja, ist das auch nicht weiter schlimm. So, und hier geht schon weiter, auch wieder Sport. Sport ist Mord. Und zwar habe ich hier einen Body-Tracker mir gemacht und habe mir hier so gut wie es ging eine Pipi aufgemalt. Habe hier einen Strich durch die Mitte gezogen und dann immer eben hier einmal Brust, Taille, Po und zweimal für die Beine. Und habe mir hier einen Start gesetzt. Und zwar war mein Start der 29.12.2018. Und hier werde ich nachher noch die Maße eintragen, wie mein Body-Maß jetzt ist, also wie mein Umfang quasi überall ist. Und ich weiß, wie der hier ist und ich mag ihn gar nicht einschreiben. Aber ja gut, das vergeht auch wieder. Dann ein Goal, also ein Zieldatum, wo ich dann reinschreibe, wann ich mein Ziel von etwa 60 Kilo erreicht habe. Also 65, 60, so, das ist so mein Ziel. Also ich bin mit 65 auch schon glücklich, muss ich ehrlich gestehen. Und auch das ist schon mal ein Haufen Arbeit. Genau, und dann habe ich halt, wie gesagt, hier unten einmal ein Kästchen gemacht, wo ich immer einzelne Kästchen habe und dann eben immer auf die einzelnen Sachen bezogen. Also 5 Stück für Brust, für Taille, für Po, für Beine und für das andere Bein. Also jedes Bein unterschiedlich. Die können ja auch unterschiedlich sein, weil ob das jetzt wirklich wichtig ist, ist eine andere Frage. Aber ich fand es ganz interessant, das mal zu sehen, welches Bein wird denn mehr trainiert. Ne? Dadurch, ja, welches Bein ist theoretisch das stärkere Bein? Das kann man hier dann auch nochmal so ein bisschen übersehen. Fand ich eigentlich ganz witzig. So, und hier habe ich mir dann auch wieder Start und Ziel, also Goal, eingetragen. Und hier habe ich dann lauter Kästchen sowie eine Schlange. Und da schreibe ich mir dann zwischendrin immer mal wieder, wenn ich mich wiege, sowas weiß ich, hier sind über 50 Kästchen. Also ich könnte mich locker jede Woche einmal wiegen oder noch öfter. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele es sind. Ich möchte jetzt auch nicht nachzählen. Also es sind auf jeden Fall über 50. Und jedes Mal, wenn ich mich wiege, kann ich dann auf jeden Fall hier ein Dings reinschreiben. Vielleicht mache ich es so, dass ich mich anfangs jede Woche einmal wiege und hier die Zahlen aufschreibe und dann zum Ende hin, wenn dann so die letzte Woche oder die letzten 2 Wochen, je nachdem, wie viel Kästchen ich dann noch über habe, da werde ich mich dann täglich wiegen und dann eben einfach immer reinschreiben, wie viel Gewicht habe ich jetzt eigentlich gerade, bis dann hier meine 60 eben erreicht ist. Ja, also theoretisch müsste ich jetzt hier oben 75 hinschreiben und hier unten 60. Und das wäre dann theoretisch das Ziel. Also ich habe hier leider nicht so viel Platz in dem Kasten. Vielleicht radiere ich das auch noch mal ein bisschen weg und setze die Spitze ein bisschen höher. Dann kann ich hier locker die 60 noch reinschreiben. Das wäre eigentlich schlauer. Ja, und dann habe ich hier meinen Monat Januar und ihr seht, alles ist noch mit Bleistift. Also ich muss da alles noch in Farbe bringen und mir das alles noch schön machen. Und hier habe ich mir auch viel Platz gelassen, um nochmal etwas reinzumalen später. Hier habe ich aber als erstes eine Seite gemacht, wieder mit so einer Übersicht, was ich eigentlich immer sehr schön finde. Wie gesagt, die Kalenderwochen, das trage ich hier noch ein, also KW1 und so weiter. Und hier habe ich für den Januar einmal eine komplette Übersicht, nämlich eine To-Do-Liste für wichtige Dinge, die ich im Januar tun musste. Dann Ziele, die ich mir für den Januar gesetzt habe. Eine Giftliste, und das finde ich sehr schön. Die Idee habe ich bei jemand anderem gesehen, dass man einfach für Leute, denen jetzt gerade, wo mir gerade irgendwas einfällt, wo ich vielleicht was in der Stadt sehe oder so, oder zum Beispiel eine Miss Fruchteis sagt in einem Video: Ach Mensch, ich bräuchte eigentlich mal das und das. Und dann kann ich mir das hier aufschreiben und dann weiß ich, wenn ich dann irgendwann ein Geschenk für eine Person besorgen muss, möchte, wie auch immer, kann ich dann in meine also in meine Monatsübersicht schauen. Und kann gucken, Mensch, hatte ich für die Person in dem Monat vielleicht eine Idee oder hat die da etwas erwähnt oder. Und da kann ich hier immer reinschauen. Also theoretisch kann ich mir die Sachen auch ganz gut merken, aber manchmal vergisst man ja doch das ein oder andere.
Und dann kann ich halt hier drauf gucken und weiß, ah ja, die Person, das und das Geschenk. Praktisch, finde ich. Ich glaube, das könnte bei mir sogar, vielleicht mache ich das im nächsten Monat, dass ich das sogar tausche. Dass ich die Geschenkeliste größer mache als eine Projektideenliste. Weil klar ist es auch immer witzig, eine Projektideenliste zu haben, die man so im Monat überschauen kann. Aber ich glaube, das wird weniger sein, weil man ja in den einzelnen Tagen dann auch immer vielleicht Ideen mit reinschreibt oder eben für einen bestimmten Bereich dann zum Beispiel eine komplette Seite hat, wie jetzt zum Beispiel YouTube oder Nähen, wo ich dann ja schon meine Ideen theoretisch drin stehen habe. Und ja klar, könnte ich dann immer vom Monat gucken, was war jetzt wirklich eine richtig gute Idee und kann die in das Jahresding mit übernehmen, dass das eben hier dann nicht zu voll wird. Weil da ist ja auch der Platz ein bisschen begrenzt. Gut, ich könnte es in zwei Zeilen machen, aber trotzdem ist der Platz ein bisschen begrenzt. Und dann ist es schon schön, nochmal so eine Spalte zu haben für jeden Monat, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das irgendwann tausche. Aber wie gesagt, das wird sich alles ergeben, weil du musst ja hier den Namen schreiben und das, was du schenken möchtest und dann vielleicht unter dem Namen jeweils immer ein bisschen Platz lassen. Deswegen, da bin ich mir noch nicht einig. Okay, ja, die Wochentage habe ich mir dann auch immer ganz einfach aufgebaut. Ich glaube, ich habe immer pro Woche habe ich hier drei, beziehungsweise wenn Samstag und Sonntag auf die Liste mitkommen, dann sind hier unten zwei, aber das seht ihr gleich. Und hier habe ich, wie gesagt, mir Platz gelassen zum Gestalten der Seite, dass ich hier noch ein paar Stempel hinmache oder was hinzeichne oder. Das kann ich mir dann in der Woche vielleicht machen oder wenn ich jetzt einfach mal Lust habe, dann setze ich mich halt hin und fange an, hier was zu machen. Das ist ja ganz mir überlassen. So, hier habe ich es mit Samstag und Sonntag einzeln gelassen, weil hier dann der Montag wieder anfing. Und da fand ich es ganz schön, dann doch hier die Seite einfach komplett zu machen, damit ich hier wieder neu anfangen kann. Weil sonst hätte ich jetzt hier eine Spalte gehabt mit Samstag und Sonntag und hätte hier unten wieder so viel Platz gehabt. Ist auch nicht schlecht, weil man dann vielleicht nochmal eine Ideenliste oder irgendwas mit einbauen kann. Ist immer nett, noch sowas zu haben, so Platz zu haben, wo man nochmal zusätzlich was einbauen kann. Theoretisch fand ich es jetzt aber nicht so wirklich nötig. Und ich fand es halt schön, hier dann wieder mit Montag anzufangen. Und so habe ich das dann auch getan. Also wieder Montag, Dienstag, Mittwoch. Und ihr seht, ich habe halt hier immer mal Deutsch, mal Englisch. Und das möchte ich auch gern so beibehalten. Ja, und hier seht ihr jetzt eben das Beispiel, wo ich dann eben einmal den Samstag und einmal den Sonntag habe. Und hier wieder immer ein Stückchen frei habe. Das habe ich immer so gemacht. Und das werde ich, glaube ich, auch beibehalten. Weil der Platz reicht mir auf jeden Fall für einen Tag, um da meine Termine und Sachen reinzuschreiben. Und dann hat man eben immer noch ein bisschen Platz, um die Seite noch schön zu machen. Ja, und so geht das jetzt den ganzen Januar weiter. Und zwar bis Ende Januar. Und ihr seht, hier drin ist mein Merker. Und das war's dann mit meinem privaten Bullet Journal. Also mehr habe ich hier jetzt noch gar nicht eingetragen. Mehr möchte ich jetzt auch noch gar nicht eintragen. Also ich möchte es nicht machen wie bei denen hier, wo ich sehr weit vorausgearbeitet habe, sondern wenn ich irgendwas ein bisschen ausprobieren möchte oder so Ideen habe, dann werde ich das hier drin ausprobieren und ein bisschen gucken, ob das für mich Sinn macht, ob es für mich schön ist, ob es für mich schön aussieht und dann werde ich es hier rein übertragen oder eben auch nicht. Das ist im Moment so mein Gedanke, wie ich das so gerne handhaben möchte. Es sei denn, ich sehe etwas wie zum Beispiel, wo war es jetzt? Dieses hier. Das habe ich im Internet so ähnlich gesehen und fand das total geil und habe gedacht, nee, das übernimmst du direkt, das brauchst du gar nicht hier vortesten. Das übernimmst du, weil es einfach schön ist. Und ja, so habe ich es dann auch gemacht und habe das eben einfach direkt übernommen. Das werde ich aber individuell, ja, machen. Das ist ja auch, wie gesagt, es muss ja auch gar nicht so ganz perfekt sein. Es ist ja meins. Ne? Genau. Und meinen Merker, den kann ich mir hier theoretisch auch mal, oder ich lasse ihn einfach da drin. Ja, wie gesagt, wenn ihr einen Tipp für mich habt, wenn ihr selber vielleicht auch Bullet Journal führt und da Erfahrung mit habt und sagt, Mensch,
dieses Buch, da kann ich mit allen Stiften drin malen und das färbt nicht sofort total durch. Es ist aber trotzdem schön groß, dass ich viel Platz habe, um meine Sachen zu machen. Also ich sage euch jetzt mal, die Maße von dem hier sind 25 mal 19. Also das ist ein Maß, wo ich wirklich gut mit auskomme. Dieses hier, das hat 23, nicht ganz 23 mal 15 etwa die Seiten. Und das ist mir zu wenig. Also da komme ich nicht mit aus. Das ist mir zu klein. Das ist aber ein schönes Maß. Also von daher, ja. Wer einen Tipp für mich hat, von der Qualität her der Seiten, wie gesagt, ich möchte das jetzt sowieso erstmal weiterführen, vor allem, weil das ja auch meine Lieblingsfarbe ist. Ist ja ein so schönes Petrol. Das muss ich weiterführen, das geht gar nicht anders. Aber irgendwann kommt ja der Zeitpunkt, wo dieses hier hoffentlich voll sein wird. Und dann habe ich hoffentlich so viel Spaß an dieser Sache entwickelt, dass ich das auf jeden Fall auch weitermachen möchte. Und dann brauche ich auf jeden Fall ein neues. Ja, ihr Lieben, also hier werdet ihr auf jeden Fall des Öfteren, glaube ich, das ein oder andere mal sehen. Wahrscheinlich werde ich es aber so machen, dass ihr es immer dann erst seht, wenn ich die Sachen schon gemacht habe, beziehungsweise werde ich es dann so wie in diesem hier machen, wenn irgendwas drin ist, was ich euch noch nicht zeigen will, dann klebe ich es ab, weil eben bestimmte Ideen sind, die ihr halt eben nicht sehen sollt. Aber ansonsten werde ich da bestimmt ab und an mal was zeigen, wobei ich nicht weiß, ob das wirklich so interessant für euch ist, weil ich werde es ja nur ein bisschen anmalen und nur ein bisschen noch bunt quasi gestalten, dass die Seiten eben nicht so trist aussehen wie dieses jetzt hier, sondern eben dann ein bisschen gestaltet sind wie diese beiden Seiten, wobei das ja auch noch nicht so wirklich fertig gestaltet ist. Ich glaube, das entwickelt sich auch. Ne? Und da das hier auch rein für YouTube ist, muss ich halt gucken. Macht auch keinen Sinn, euch das zu zeigen, wenn ich über die Hälfte des Buches abklebe. Ne? Erstmal ist es schade um das ganze Washi und zweitens macht es halt auch keinen Sinn, dann was zu zeigen, wo wirklich die Hälfte versteckt ist. Bei dem kann ich mir auch vorstellen, dass ich hin und wieder mal was zeige, vor allem wenn es ein Fail ist, was es dann nicht in dieses Büchlein hier geschafft hat. Da kann ich mir dann gut vorstellen, dass ich euch mal zeige, hier, da habe ich die und die Idee gehabt und das hat sich für mich überhaupt nicht am Ende, also als ich es dann hier gesehen habe, fand ich es total doof und dann habe ich es da nicht übernommen und deswegen ist es nur hier drin. Das kann gut passieren, dass ich euch davon Sachen zeige. Ja, und hier, je nachdem, wie privat dieses Journal wird, kann es dann eben passieren, dass ich mal so eine Seite wie heute mit dem Teddybärchen hier dann einfach mal zuklemme, weil ich euch eben eine bestimmte Seite nicht zeigen möchte. Entweder weil es zu privat ist oder weil es vielleicht irgendwann auf YouTube dazu was geben soll, was ihr eben noch nicht sehen sollt. Okay, ihr Lieben, so, ich weiß nicht, wie lange das Video hier schon geht, bestimmt eine Weile. Ich hoffe, euch haben meine Büchlein ein bisschen Freude gemacht und vielleicht haben der ein oder andere jetzt auch ein bisschen Lust bekommen, so eine Art Journaling zu machen. Oder vielleicht macht ihr es schon und habt vielleicht die ein oder andere Idee bekommen, die ihr machen könnt oder habt eine Idee für mich, die ich übernehmen kann. All diese Sachen schreibt ihr bitte unten in die Kommentare, da freue ich mich riesig, weil von sowas lebt man, von Ideen deswegen finde ich es immer schön, Ideen weiterzugeben und auch Ideen zu bekommen. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen schönen Tag und macht's gut, tschüss!